So, damit sind wir jetzt dann bei der allerletzten Aufgabe für die Woche, nämlich wie kriegen wir den Skin Scratch, also die Weiß-Variante von der Bowlingkugel. Ganz einfach, eliminiere einen Gegner, während du das Outfit 8 Ball benutzt. Das ist dieser Skin. Einfach in euren Spind gehen, nachgucken, wo ihr ihn habt. Ich habe ihn hier bei den epischen. Speichern, beenden, auswählen. Und dann natürlich ins Spiel starten. Aber kurze Info nur an euch: Ihr könnt wieder einen Skin gewinnen, nämlich am Sonntag um 15 Uhr. Was ihr dafür da machen müsst, natürlich gerne Abonnent sein, Glocke aktivieren, damit ihr auch seht, wann das Ganze losgeht. Und das Wichtigste überhaupt: Ihr müsst mir natürlich eine Freundschaftsanfrage schicken. Warum, werde ich gleich noch erklären, aber ist ganz wichtig. Dann halt, wie gesagt, Freunde hinzufügen: YT-Family. Hack. Dann hier auf Annehmen drücken. Ihr wisst ja, selber Freundesanfrage schicken geht schlecht. Also, jetzt werde ich euch nämlich das Ganze zeigen, warum ich das mache, beziehungsweise warum ihr das machen müsst. Nämlich, wenn ihr ja einen Skin gewinnt, dann sieht das ja so aus: Ihr sucht euch einen aus, dann sagt ihr mir einfach, gut, ich hätte gern Kuschelbeauftragte, wenn das jetzt heute wäre. Dann gehe ich hier auf Geschenk kaufen, suche euren Namen raus. Und euer Name ist einfach mal Manu88P2. Und wie du siehst, ich kann erst in einem Tag den Skin verschenken. Das bedeutet, wie gesagt, so schnell wie möglich halt die Freundschaftsanfrage rausschicken, weil hier geht's und hier geht es eben noch nicht. Erst in einem Tag. Aber selbst wenn du am Sonntag dabei bist und bist komplett neu, kein Problem. Wie ich so schreibe mir deinen Namen auf und dann warten wir halt die 2 Tage und dann kannst du dir quasi aus dem Shop am Dienstag dann was aussuchen. Also es ist absolut kein Problem. Wir werden dann halt einfach Insta-Namen austauschen oder irgendwie werden wir schon in Kontakt bleiben, dass wir halt, dass ich dich definitiv finden kann und dir natürlich auch den Skin schenken kann. Weil dasselbe Problem hatten wir halt bei der letzten Verlosung auch. Da habe ich freitags den Skin verschenkt. Derjenige war überhaupt nicht mit mir befreundet und da hatten wir dann quasi das Problem. Aber kein Problem, er hat sich dann seinen 2000 V-Buck-Skin trotzdem 2 Tage später dann abgeholt. Ich habe halt immer wieder nachgeguckt, wann kann ich einen Skin raushauen, wann steht hier quasi der Name ganz normal. Also ist eigentlich ganz simpel. Sei halt einfach im Stream, schickt mir am besten vorher eine Freundschaftsanfrage und dann haben wir das Problem halt nicht. Ansonsten, ich kann halt nur immer den Skin verschenken, den ihr euch aussucht, aus dem jeweiligen Shop, der an dem Tag aktuell halt drin ist. Also ich könnte euch jetzt nicht den Skin holen, wenn er am Sonntag halt nicht im Shop ist. Aber ich denke mal, das ist selbstverständlich. Dann natürlich in eigener Sache, ihr könnt mich auch gerne unterstützen mit dem Creator-Code. Deshalb bekommt ihr ja auch wieder einen Skin, weil wir einmal jetzt einen Creator-Code haben und ihr habt es schon gesehen an der Werbung. Wir sind halt jetzt offiziell auch richtiger, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, YouTuber. Also wie gesagt, unterstütze einen Creator, YT-FamilyHack, dann auf Annehmen. Das Ganze findet ihr halt immer im Itemshop ganz unten rechts. So, jetzt aber zur Aufgabe. Wie gesagt, diese Bowlingkugel benutzen. Einfach ein Solo-Match suchen, würde ich jetzt behaupten. Nicht gerade an der Hauptroute runtergehen und dann einen Kill machen mit dem Skin. Also ich denke mal, das ist eigentlich eine der simpelsten Aufgaben, die wir diesmal haben. Wenn ihr es in Solo absolut nicht hinkriegt, dann geht einfach in Gruppenkeile. Gruppenkeile dauert zwar ein bisschen länger, bis ihr den Gegner findet, aber ist in Anführungszeichen die sicherste Variante. Weil ich wette, ich bin jetzt schon seit, lasst mich lügen, 18 Stunden wach und ich kann absolut kein Fortnite heute mehr spielen. Ich treffe irgendwie nichts mehr, aber ich probiere es jetzt für euch halt im Solo-Modus. Da wird mir natürlich den Skin so schnell wie möglich haben. Ansonsten muss ich halt auch schnell in Gruppenkeile rüber und da meinen Kill machen, weil ich merke halt wirklich, ich bin extrem müde. Aber ich will natürlich für euch alles schon hochgeladen haben und nicht erst morgen, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Sache, wir haben jetzt 23:07 Uhr. Wie gesagt, 5 Uhr klingelt der Wecker. Also Grüße gehen da auch schon mal raus an meinen Wecker. Heute Morgen habe ich ihn schon mal nicht gehört, deshalb gab es nämlich heute Morgen auch kein Shop-Video. Aber ich denke mal, das werden wir dann heute wieder hinkriegen. Warum läuft, schießt, läuft er mir hinterher? Will bestimmt seinen Headshot machen.
Weil die Headshot-Aufgaben könnt ihr in der Lobby machen, aber wisst ihr ja schon, sonst wärt ihr ja nicht schon hier so weit. So, wo fliegen wir hin? Wieder Salty Springs. Hat jetzt schon zweimal Glück gebracht, weil wir mussten ja vorher auch die 5 Kills schon machen. Und ein bisschen weiter wegfliegen ist echt die beste Methode, weil da findet ihr echt eher die Bots als echte Spieler. So, mal gucken, ob es funktioniert. Ansonsten gehe ich echt in Gruppenkeil. Ich tue mir das jetzt hier nicht noch an, hier mit Schwitzern rumzuturnen. Und ich habe schon gesehen, viele sind natürlich schon fertig gewesen mit den Missionen. Aber da sage ich klipp und klar, ich bin auch am Arbeiten. Und da ist das nicht immer so möglich. Und natürlich die Videos noch im Aufnehmen, dann noch ein Livestream. Oh Gott, was ist denn hier los? Das erste. Oh, jetzt fliegen die alle weiter. Keine Waffe, keine Waffe. Ach nee, das meine ich. Auf so Geschwitze habe ich keinen Nerv mehr heute. Ja, schön. Ja, du freust dich. Bester Spieler EU-West. So, ich gehe jetzt einfach Gruppenkeile. Seid mir da bitte nicht böse, aber ich denke mir, ihr wisst ja, was zu machen ist. Ansonsten spult das Video einfach vor. Ich will aber jetzt den Skin auf jeden Fall noch fertig haben. So, komm, Gruppenkeile, gib Gas. Ram Omar. Wen haben wir denn sonst noch? Regi 0815 und PXLU. Das sind alles Leute, die morgen bestimmt nicht arbeiten müssen. Oder Dauerzocker. Und ihr seht schon, hier ist schon der nächste mit der Freundesanfrage. So, dann lad mal. Meine Stimme geht nämlich auch langsam flöten. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt seit 6 Stunden dran mit dem Livestream Videos aufnehmen. Also entschuldigt auf jeden Fall da schon mal die kleinen Stimmaussetzer. So. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier direkt funktioniert. Am besten Gegner, der zu uns rüberfliegt und keine Ahnung, was vorhat. Aha. Der hat auch Langeweile. Den hat ja jeder damit. So, wo fliegen wir denn hin? Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal in die Mitte. In der Hoffnung, dass wir direkt eine Waffe finden und direkt ein Gegner vor uns ist. Das wäre so mein Wunschdenken. Aber das wird bestimmt wieder nicht in Erfüllung gehen. Bestimmt wieder nur noch die letzten Schwitzer online. Also selbst Gruppenkeile. Also früher, wo ich wirklich noch auf der PlayStation gespielt habe, habe ich so gemerkt, auch Gruppenkeile, da kannst du mal ganz entspannt spielen. Da baut keiner großartig. Inzwischen selbst Gruppenkeile. Nur noch Schwitzer unterwegs. Ich weiß nicht, ob da jeder seinen eigenen Killrekord jagt. Sniper. Ganz wichtig. Da, 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 dann. Eigentlich müssen doch die ersten gleich schon hier antrudeln. Boah, diese Lags, ey. Die sind echt schon übel. Oh Gott. Ich habe noch nie gesehen, dass hier so viel Toilettenpapier ist. Zack, 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 zack. Gegner wäre nicht schlecht. Und bitte keinen guten. Aber ich glaube, um die Uhrzeit gibt es eigentlich nur noch gute Spiele. Aber um die Uhrzeit spiele ich eigentlich auch nie Fortnite. Ach, diese Lags. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist.
Hat er geschossen? Sache, ich bin halt jetzt schon auf Gegnersuche. Gott, ich habe überhaupt kein Aim, also gar kein Gefühl mit dem Stick irgendwie. Mann, hör doch mal auf zu laggen, ey. Gegner. Ach, willst du die Kiste noch mit? Ach, nee, nee, nee. Ihr könnt euch nicht vorstellen, nee. Aber ich denke mir, ihr habt es bestimmt schon easy hingekriegt. Aber ihr wisst selber, wie man sich fühlt, wenn man 6 Stunden Fortnite spielt. Bah, wo ist denn mal einer? Heute da wieder am Laggen wie die Sau. Sind ja alle Zoll, die drüben oder? Weil die nämlich alle rüberlaufen. Ich glaube, er muss noch Schaden im Boot machen. Sag mal, wo sind die denn alle? Haben die keinen Bock auf uns? Ich will doch einfach jetzt den Skin haben. Ist hier kein anderes Boot? Guck mal, ob hier einer rumrennt. Hier ist nirgendwo einer, gell? Das kann doch nicht sein, ey. Hallo. Jemand zu Hause? Weißt du, da will man einfach nur diesen einen Kill noch haben. Damit einfach alle Aufgaben erledigt sind. Und man sieht keine Gegner. Dann friert mein Spiel gefühlt 5 Sekunden ein. Hä, ich hab doch Schritte gehört. Gegner. Gegner. Ja, da war einer. Natürlich sniped er mich weg. Was auch sonst. Was frage ich überhaupt? Ach, hör doch auf. Was ist denn los hier heute, ey? Da ist er. Dankeschön. Das war genau der Kill, den ich brauchte.
Oh Mann. Aber geschafft. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, wir haben den Skin. Aufgabe ist geschafft. Und das ist das A und O. Hey, ich habe gar kein Teammitglied. Wie kann ich denn da einem Teammitglied helfen? So. Dann erstmal danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, einfach nur einen Kill machen und schon habt ihr das Ganze geschafft. Ihr habt ja gesehen, bei mir dauert es wieder ewig heute. Und in dem Sinne würde ich sagen, Abo nicht vergessen, gerne am Sonntag dabei sein und dann haut rein.